Wenn einem in einem Spiel schon nach 3 Sekunden Motorhead um die Ohren dröhnt und man außerdem das hier machen kann. Dann kann das Spiel so falsch nicht sein. Genau das hier ist ja der Fall. Freestyle Metal X für die Xbox hier im Bild ist ein Motocross-Spiel mit ziemlich abgedrehten Aufgaben und hat mir beim Anspielen auf jeden Fall ganz gut gefallen. Auch wenn ich, wie üblich, wer den Testcheck öfter gesehen hat, weiß das, eine absolute Niete bin, wenn es um Trendsport-Spiele und dieses ganze Tricksgefummel geht. Aber ungeachtet dessen, Freestyle Metal X, ganz gutes Spiel. Buffy Chaos Bleeds für die Xbox hier im Bild ist jetzt endlich auch zum Test gekommen. Wir hatten ja bereits ein großes Vorschauvideo auf der DVD. Deshalb gibt's Buffy jetzt nur in Anführungsstrichen im Testcheck, dafür aber einen kleinen Tick länger, damit ihr euch während die bewegten Bilder laufen hier mal einen Eindruck machen könnt. An dieser Stelle möchte ich vielleicht nochmal kurz darauf hinweisen, wenn ihr alte Ausgaben noch nachbestellen wollt, das kann man online tun unter www.gamepro.de im Abo-Shop. Da geht das. Wenn ihr also mal ein Spiel habt, für das ihr euch interessiert und es ist vielleicht auf einer DVD nur im Testcheck drauf, wenn wir vorher schon mal ein großes Video dazu gemacht haben, mag es sich anbieten, auch mal eine Ausgabe zu bestellen. Buffy ist aber auch deshalb nur in Anführungsstrichen im Testcheck, weil es, ich hatte es schon so ein bisschen bei der Vorschau befürchtet, nicht der totale Oberknaller geworden ist. Mir gefällt es immer noch ganz gut. Mir gefällt allerdings das alte für die Xbox immer noch wesentlich besser, weil die Kämpfe einfach besser funktionieren und das Spiel insgesamt stimmiger ist. Das Buffy hier hat auch so einiges, was mich als Hardcore-Fan der Serie stört. Das endgültige Urteil lest ihr natürlich im Test im Heft. Hier habt ihr jetzt wenigstens ein bisschen Action gesehen. Alter Echo für die Xbox hat mir beim Anspielen in den ersten Minuten so überhaupt nicht gefallen. Ich finde das Design vom Hauptcharakter total öde, seine Sprüche total öde, die Umgebungen total uninspiriert und öde. Das ganze Spiel macht auf mich so einen Eindruck, so ich habe einfach überhaupt keine Lust auf das Setting. Ich weiß von dem, was mir die Leute berichten, die es länger gespielt haben, dass es durchaus noch innovative Spielelemente gibt hinterher, dass alles also nicht nur dieses sture Gehacke ist, als dass es sich so in den ersten Minuten beim Anspielen für einen Testcheck darstellt. Muss aber ehrlich sagen, das Setting alleine, so die Umgebung und der Hauptcharakter und so, animieren mich mal sowas von null zum Weiterspielen. Ich finde es einfach total öde. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Ihr habt es jetzt zumindest mal gesehen. Wenn euch das anspricht, dann werft einen Blick in unseren Test im Heft und entscheidet für euch selbst. King of Route 66 überzeugt schon im Hauptmenü. Ist das mal ein cooles Hauptmenü oder was? Der Mensch da benutzt auf jeden Fall eine gute Zahnpasta und King of Route 66. Dafür braucht ihr keine Zahnpasta, sondern eher Baldrian. Das Ding kommt für die PlayStation 2, ist eine Automatenumsetzung von Sega und schon gleich in der allerersten Mission, in der allerersten Strecke so dermaßen hammerschwer, dass man am liebsten kotzen würde. Automatenpuristen, die sich schon darüber ärgern, dass ihre Konsole kein Münzschlitz hat, mögen mir jetzt entgegnen, dass das halt so sein muss, weil man ja das Automatenfeeling haben will. Ich kann dazu nur sagen, wenn dem so ist, dann in Gottes Namen sollen sie wenigstens anwählbare Schwierigkeitsgrade machen, sodass man selber entscheiden kann, welchen Schwierigkeitsgrad man möchte. So wie es da gelöst ist, finde ich persönlich eher bescheuert. Zumal das Spiel nicht besonders gut aussieht, nicht dramatisch gut steuert und auch sonst auf mich nicht gerade super spritzig innovativ wirkt, dass ich dafür Lust hätte, meine hart verdienten Euros auszugeben. Gehen wir mal weiter. Bomberman Kart für die PS2. Einer von diesen Mario Kart
Klonen mit Bomberman-Charaktere, die ja besonders berühmt sind für ihre individuelle Ausgestaltung und der Identifikation, die sie mit den Charakteren ermöglichen, bietet sich für mich jetzt irgendwie nicht sofort an, für ein Kartspiel da irgendwelche komischen Bomberman-Figuren zu nehmen. Aber gut, das mal außen vor. Zurück zum Spiel selbst. Bomberman Kart ist eher mäßig, mittelmäßig. Man kann das Kartfahren ertragen. Es ist aber keine spielerische Offenbarung. Dafür, und das muss man dem Spiel zugute halten, man kann es auch zum Bomberman-Spielen benutzen. Es gibt also auch einen Bomberman-Modus. Und Bomberman an sich ist natürlich zeitlos genial. Wenn ihr also nur eine PS2 habt und noch kein Bomberman oder sowas, ihr könntet das in Erwägung ziehen. Ihr kriegt ein zeitlos geiles Bomberman und eine mäßig spaßbringende Kart-Variante noch obendrauf dazu. Tiger Woods PGA Tour Golf 2004 sieht wie immer klasse aus. Das hier ist die PlayStation 2 Fassung des Spiels. Spielt sich wohl auch ganz gut. Mir ist es zu trocken. Außerdem bin ich ja bekanntlich sowieso nicht so der Sportspieler. Mir ist es also auch ein bisschen zu kompliziert und komplex. Aber gerade Leute, die auf Golf stehen und auf so realistische Simulationen, finden ja gerade das cool. Ich persönlich bevorzuge eher sowas wie Ace Golf oder Mario Golf oder Hotshots Golf. Aber Tiger Woods, was die Qualität des Spiels angeht, ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Von einem Sandbunker in den nächsten. Das müssen wir uns nicht weiter anschauen. Wir machen mal mit dem nächsten Spiel weiter. Good work slapping that pass down. NFL Fever 2004 für die Xbox, Microsofts eigenes Footballspiel. Wie immer eher arkadisch, lässt sich also recht leicht spielen und ist relativ zugänglich. Nicht so harte Kost wie Madden oder Segas NFL-Serie. Das gefällt mir persönlich ganz gut. Regelmäßige Zuschauer beim Testcheck werden es wissen, ich bin nicht gerade der Experte für sowas. Deshalb macht mir persönlich FIFA noch am meisten Spaß. Experten wie zum Beispiel Benny sehen das völlig anders. Der findet das hier eher öde und spielt lieber die Sachen für die harten Burschen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mir hat es wieder ganz gut Spaß gemacht. Kann ich immer eine Weile spielen. Das kann man ruhig mal ausprobieren. Judge Dredd. Dredd vs. Dredd ist ein Ego-Shooter basierend auf den Judge Dredd Comics. Kam leider recht spät, sonst hätten wir ein eigenes Video gemacht. Deshalb hier nur ein etwas längeres Testcheck-Video. Die erste Mission. Leute demonstrieren für Freiheit und Demokratie. Aber Freiheit und Demokratie gibt's nicht, wenn man Gerechtigkeit haben will. Jawohl. Dafür, dass sie uns auf die Nerven gegangen sind, protestiert haben und Poster hochgehalten haben, kriegen die Jungs jetzt auch erstmal 10 Jahre. Ich finde das angemessen. Ihr seht schon, das Spiel ist nicht der hübscheste Ego-Shooter, ist aber relativ stimmig und passt zur Comic-Vorlage. Und mit einigen Sachen, wie zum Beispiel diesen ganzen Bannern und so, haben sie sich auch durchaus Mühe gegeben. Ganz oben mitspielen kann es technisch sicherlich nicht. So, jetzt zeige ich euch noch ein bisschen Action. Da wir ja nicht auf Menschen schießen dürfen und auch nicht zur Verrohung der Jugend beitragen wollen, haben wir uns extra einen besonders roboterverachtenden Level ausgesucht und zerlegen hier schamlos und grausam kleine, fröhliche Metallhüpfer. Das macht ihr natürlich nicht das ganze Spiel über, aber ich denke, ihr gewinnt wenigstens einen Eindruck davon, wie Judge Dredd so aussieht und wie die Engine funktioniert. Auch beim Kämpfen. Für Beautiful Joe für den GameCube gilt Ähnliches wie für Buffy. Wir haben bereits ein richtig großes Video gehabt. Deshalb hier eher Eindrücke aus dem Testcheck. Seit dem großen Vorschauvideo hat sich nämlich nicht besonders viel getan. Beautiful Joe mag auf den ersten Blick so aussehen, als sei es nur was für Retro-Fans. Glaubt mir, der Eindruck täuscht. Ich muss nach kurzem Anspielen sagen, das muss sich einfach jeder GameCube-Besitzer kaufen. So einfach ist das. Was da an Ideen drin steckt, Special Effects, cool gemachten Kleinigkeiten und so, man spielt sich richtig rein und das Spiel verdient es einfach, gekauft zu werden. Keine Frage, Beautiful Joe rockt. Gebt dem Ding eine Chance.
So, zum Schluss möchte ich den Testcheck ausnahmsweise mal nutzen, um euch ein Spiel vorzustellen, das es leider nicht ins Heft geschafft hat, weil es zu sehr Nische ist und das Heft aus allen Nähten geplatzt hat, das ich aber trotzdem zeigen will für die paar Leute, die sich dafür interessieren, wenigstens auf der DVD. Das hier ist Real Fishing 3. Real Fishing 3 ist eine ziemlich beinharte Simulation von Angeln. Ihr seid in so einem Ferienhaus und habt dort einen Wassertank, da könnt ihr Fische lagern, könnt was über die Fische erfahren, es erzählt euch jede Menge über Köder und welcher Köder für welchen Fisch. Das Angeln an sich ist recht gut gemacht, mit dem Analogstick holt ihr die Leine ein, ist auch relativ simulationslastig, ihr müsst halt immer darauf achten, ist die Leine zu sehr gespannt und dann Leine lassen und so weiter. Hier kämpfe ich gerade mit so einem Barsch, bis er dann irgendwann mal die Flossen strecken muss und sich mir ergeben. Real Fishing 3 ist sogar laut Packungsaufkleber empfohlen vom Deutschen Angelverband und ich kann das auch nur empfehlen für Leute, die sich für sowas irgendwie ein bisschen interessieren. Was sicherlich nur eine Minderheit ist, aber die haben es jetzt zumindest mal gesehen. So, unsere unzensiert Abonnenten bleiben noch dran, für die habe ich noch eins. Von allen anderen verabschiede ich mich und wir sehen uns und hören uns im nächsten Monat beim Testcheck wieder. Thank you.